Einen schönen guten Abend. Und willkommen zurück bei Alan Wake 2. Ja, wir sind endlich wieder da. Endlich geht's weiter hier bei Alan Wake. Und wir sind immer noch auf dem Weg zurück nach Bright Falls. Nach der langen Pause muss ich mich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen orientieren. Behälter. Verschlossener Behälter. Warte mal, heißt das, der Behälter da war offen? Heißt es das? Kann das tatsächlich sein? Das müssen wir wohl herausfinden. Und ansonsten müssen wir mit dem Auto zurück in die Stadt. Da warten nämlich schon der Alan und der Alex Casey auf uns. Also am Auto. Ich mal nochmal angucken da eben. Und dann nach links. Soll das der hier sein? Das war aber auch abgeschlossen. Wird dann hier ein Schloss angezeigt und da nicht? Naja, egal, egal. Okay. Wir müssen zurück zum Auto. Wo ist denn das Auto? Das ist natürlich eine gute Frage, ne? Vielleicht übersehe ich es gerade nur. Da war der Tatort. Na gut, dann da wahrscheinlich. Ach nee, da ist das Auto. Da ist das Auto, da wollen wir hin. Das ist ein weiter Weg. Aber wir haben ja auch immer noch zwei Patronen. Also, was soll uns schon passieren? Soll der Isegrim kommen oder was? Da mache ich mir gar keine Sorgen. Lauf ich denn richtig? Ich glaube schon. Ich glaube, das sieht sehr gut aus. Was ist das da? Was ist das? Kann man das looten? Oh ja. Ha! Patronen! Ja, so kam ich an die Pfeiltafel, stimmt. Ich wollte gerade gucken, wie man gleich... wie die Steuerung geht. Batteriepack, Schmerzmittel. Galeala, Knights-Talisman. Schrotflintenmunition. Aha. Alright. Hab ich verstanden. So, Witches Hut. Da kommen wir quasi her. Da wollen wir jetzt erstmal nicht mehr hin. Also wir könnten da den langen Weg gehen oder wir nehmen hier den kurzen Weg. Ich würde sagen, wir nehmen da den kurzen Weg. Hört sich für mich am vernünftigsten an. Ach ja, hier, das war der Tatort. Ja. Relevanter Ort. Ich finde es immer noch ungewohnt, in Alan Wake eine Karte zu haben. Ja, ich war das noch so gewohnt hier. Okay, hier geht's gar nicht lang. Hier einfach lang zu stackseln. Ohne Orientierung und irgendwann schon anzukommen. Will was? Dann muss ich doch nochmal. Ich muss nochmal kurz gucken, wie ich mit der Taschenlampe leuchte. Aha, ausweichen. Der Taste. Zielen, schießen, nachladen, Taschenlampe.
Ungebunden, ungebunden. Taschenlampe ein aus, I. Taschenlampe Verstärkung, ach, mittlere Maustaste, okay. Da höre ich doch Wind grummeln. Da läuft da der junge Mann. Junger Mann? Mehr Sie da? Unterlassen Sie das bitte. Danke. Na, was haben Sie dabei, junger Mann? Schrotflintenmunition. Ich habe leider keine Schrotflinte. Aber es ist gut, die Munition zu haben. Alex und Alan sind natürlich. Ah ja, hier, das ist der Tatort. Alex und Alan sind natürlich einfach so an dem vorbeigekommen. Der will nur uns. Was ist das denn für ein Geräusch? Ganz dubios. Das ist doch der Turm, an dem das Federal Bureau of Control dran war. Warum macht er auf einmal Geräusche? Er soll damit mal aufhören. Ich glaube, das haben wir schon gelesen. Ja. Hier denn? Noch eine Lunchbox? Ach, noch eine Lunchbox. Wer lässt die hier rumliegen? Wir sitzen alle im selben Boot, Held. Ich wünsche dir einen heldenhaften Tag. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Okay, ich glaube, hier im Turm können wir nichts machen, oder? Der macht hier seine Geräusche. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Oh, ich kann nachladen. Dann gehen wir mal weiter und hoffen, dass hier nicht noch mehr Besessene sind. Wir wollen ja unsere beiden Kompagnons erreichen. So, wir sind fast da, wenn wir hier links laufen. Alex, wo ist Alan? Bereit. Ich bin bereit, ja. Ach, der sitzt da traurig hinten drin. Okay. Na dann. Eins, Bright Falls. Mr. Wake, wir bringen Sie zur Außenstelle in Bright Falls. Machen Sie sich frisch, bevor wir genauer reden. Hey Mama, bevor du irgendwas sagst, es geht mir gut. Papa hätte dir gar nicht schreiben sollen. Logan, ich habe nichts erhalten. Was ist los? Es geht mir gut. Ich bin nur ausgerutscht. Meine Güte, ist doch halb so schlimm. Gib mir deinen Vater. Okay. Papa, Mama ist dran. Keine Sorge, Schatz. Logan hat sich in der Dusche den Kopf gestoßen und jetzt eine leichte Gehirnerschütterung. Ich behalte sie im Auge. Hätte ich sie nicht gehört, hätte sie ertrinken können. Herrgott, David. Warum hast du nicht angerufen?
Ich hab's versucht. Hat nicht funktioniert. Wirklich, es geht ihr gut. Aber was ist mit dir? Du klingst gestresst. Nein, es ist nur ein merkwürdiger Fall. Naja, wenn du einen Tipp brauchst, meine Brettspielerfahrung sagt mir, dass Oberst von Gator der Täter war. Ich halte die Augen nach ihm offen. Ich liebe dich. Ich dich auch, Schatz. Willst du noch mal Logan? Sag ihr, ich hab sie lieb. Bis später. Möchten Sie, dass wir jemanden kontaktieren, Mr. Wake? Sie waren lange fort. Nein. Nein. Zu gefährlich. Sie wird mich holen. Okay, reden wir über etwas anderes. Robert Nightingale. Kennen Sie ihn? 2010 waren Sie beide hier. Das Dunkel schnappte ihn damals. Die letzte Begegnung. 13 Jahre. Erzählen Sie uns von den Seiten. Sie hatten sowas wie eine Titelseite bei sich. Return. Heißt so die Geschichte auf diesen Seiten? Der Name des Autors wurde ziemlich forsch durchgestrichen. Doch man kann ihren Namen darunter erkennen. Vergeudet. Ja. Scratch. Haben Sie diese Seiten verfasst, Mr. Wake? Ich versuche, mich zu erinnern. Es ist ein verrücktes Durcheinander. Ein Albtraum. Es macht keinen Sinn. Erzählt uns was über sein neuestes Buch. Oh, oh. Und wie immer begleitet uns unsere Hausband die Old Gods of Asgard. Oh, Scheiße. Dann legt mal los, ihr verrückten Wikinger. Ich war in einer Talkshow? Ich wachte an Orten auf, ohne zu wissen, wie ich dorthin gelangt war. Ich hatte die Kontrolle verloren. Ich brauchte kein weiteres Verbrecherbild in den Boulevardblättern. War ich bereits in der Show gewesen? War das eine Aufzeichnung? Oder ist das Mr. Scratch? Heißen wir nun Alan Wake willkommen. Ich will mich ja kurz mal umgucken. Etwas zog mich zum Fernseher. Ein Drang, den Bildschirm zu berühren. Ja, heißen wir Alan Wake willkommen. Ein herzliches Willkommen, Alan Wake. Wow! Ha! Schön, Sie zu sehen, Alan. Willkommen zurück in der Show. Danke. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ja.
Immer wieder schön, Sie zu sehen, Alan. Ha, muss eine aufregende Zeit für Sie sein. Sagen Sie, wird es denn nie langweilig? Was soll langweilig werden? Neues Buch rauszubringen. Alles okay? Sie sehen so aus, als hätten Sie sich ein paar Jahre zu lang im Writers Room eingeschlossen. Ja, aber genauso fühle ich mich auch. Wissen Sie, ich habe so lange gewartet, die Fortsetzung von Departure in die Finger zu kriegen. Das offene Ende war gemein. Wir alle wollen wissen, was "Das ist kein See, es ist ein Ozean" wirklich bedeutet. Wüsste ich auch gern. Nun, das Warten hat ein Ende. Ihr neues Buch, Initiation, ist ab morgen erhältlich. Was? Das ist genau die Frage, die sich jeder Leser stellen wird. Dieses Buch ist bewusstseinserweiternd, sehr intellektuell. Wie würden Sie es beschreiben? Ein autofiktionales Gedankenexperiment? Eine Horrorgeschichte? Eine postmoderne Detektivgeschichte? Sekunde, da stimmt was nicht. Ich habe nichts geschrieben. So ein bescheidener Mensch. Okay, ich bin reingefallen. Guter Witz, wirklich witzig. Aber ja, ich muss gestehen, ich hab das nicht geschrieben. Ansonsten würde ich mich ja dran erinnern, oder? Oder vielleicht hat es ja ihr böses Double geschrieben. Ah, super gespielt, Mann! Verdammt gute Vorstellung! Sie spielen diese Rolle und tun so, als würden sich Buch und Realität überschneiden. Sehr meta, wirklich. Also, Initiation erzählt die Geschichte des fiktionalen Schriftstellers Alan Wake. Er sitzt in einem Albtraum fest und versucht verzweifelt, das Manuskript eines Romans zu finden, von dem er vergessen hat, dass er ihn geschrieben hat. Die Geschichte spielt in New York, aber vielleicht ist es eine ganz andere Stadt. Dort wird er von seinem dunklen Doppelgänger gequält und von Visionen eines fiktiven Detektivs geleitet. Ganz genau, Alex Casey kommt auch in dem Buch vor. Gut, dann machen wir eben einfach so weiter. Zieht mich ruhig durch den Kakao. Naja, genau darauf lässt man sich doch bei Autofiktion ein, oder? Aber mal im Ernst. Ich fand das Konzept der Realitätsstruktur in Ihrem Buch faszinierend. Sie erinnerte mich an Matrix. Der Schriftsteller ist physisch im Writer's Room gefangen und projiziert sich durch die Geschichte, die er schreibt, in diesen dunklen Traum von New York hinein. Wie eine Astralprojektion. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist vollkommen korrekt. Nur weiter so. Ich sollte mir Notizen machen. Das ist krasser Stoff. Notizen für den anderen Alan Wake in seinem Zimmer, während wir hier sprechen? Sind wir alle Teil Ihrer Geschichte, Alan? Puh. Wow. Puh. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute mit Ihrem neuen Buch, Alan. Hoffentlich verkauft es sich so gut wie die Alex Casey-Serie. Initiation erscheint also morgen. Und anschließend werden wir voller Vorfreude auf den krönenden Abschluss Ihrer spannenden Trilogie warten. Ein Buch namens Return vielleicht. Mann, oh Mann. Danke für eins der seltsamsten Interviews in meiner gesamten Karriere, Alan. Nach all dem Gerede über Meta-Erzählungen rechne ich fast damit, nach dieser Szene zu verschwinden. Hallo? Das war seltsam. Ich drehe durch. Irgendwas stimmt hier nicht. Genau. Ich musste nach Hause. Zu Alice. Ja. Ich musste gerade an einen Kommentar unter einer meiner Alan Wake-Folgen denken, also von Alan Wake 1, wo einer geschrieben hat, wo einer gefragt hat, was ist denn die Bedeutung von "Es ist kein See, sondern ein Ozean"? Und genau die Frage wurde gerade gestellt. Und Alan weiß es auch nicht. Das ist zu gut gepasst gerade. Die Old Gods of Asgard waren auch wieder dabei. Das finde ich sehr. Das finde ich sehr cool. Kennen wir ja auch schon aus Alan Wake 1. Die waren da auch in diesem Heim. Was zum Teufel war das für ein Interview? Eine Art Witz? Initiation? Ich habe in ihr ein Buch namens Initiation geschrieben. Fühlte sich wie ein Albtraum an.
Eine gute Horrorgeschichte. Tja, da geht's wohl nicht lang. Old Gods of Asgard. Old Gods of Asgard. Der Name klingt vertraut. Die alten Männer. Ich war am Ende. Ich hatte noch nie von dieser Talkshow oder Mr. Door gehört. Nicht schien richtig. Verlor ich meinen Verstand? Ach, Caspar Darling, ja, den kennen wir ja auch noch aus Control. My Interpretation of Many Worlds, Dr. Caspar Darling. Schade, dass wir uns das nicht durchlesen können. Die würde ich ja gerne lesen, die Interpretation. Jemand hat mich eingesperrt! Hallo! Scheiße! Jetzt muss ich den Code selbst finden. Toll. Dann schauen wir uns mal um, würde ich sagen. Schön duster hier. So nach Drehschluss. Kommen wir gar nicht lang. Ach, das war hier, okay. Vielleicht ist jetzt irgendwo was gespawnt. 665, kann das sein? Das wäre wahrscheinlich zu einfach, aber ich probiere es mal aus. Okay, es ist doch so einfach. Da war irgendwas. Eine kaputte Übertragung, die ich nicht ganz ausmachen konnte. Was war das? Eine Nachricht? Unmöglich zu sagen. Eine Nachricht? Von wem? Als ich aus dem Albtraum erwachte, schnappte ich nach Luft wie ein Ertrinkender. Fühlte sich vertraut an. Dann erinnerte ich mich wieder daran, wie lange ich hier geschrieben hatte. Ich hatte geschrieben: Initiation. Schreib, um zu entkommen.
Okay. Dann wollte er sich seinen Ausweg schreiben. Eine Handlungstafel zur Planung einer Geschichte. Auf den Karteikarten stand der Albtraum, den ich erlebt hatte. Eine Zusammenfassung der Geschichte. Aber auch andere Notizen. Warnungen. Ich hatte sie verfasst. Ich konnte mich nicht an ihre Bedeutung erinnern. Der Name Scratch machte mir Angst. Ich konnte den Worten vertrauen. Ich musste sie befolgen. Schreib, um zu entkommen. Können wir uns die angucken, die Handlungstafel? In einem Albtraum aufgewacht. In der Talkshow dachte ich wäre zu Hause in New York, aber es fühlte sich nicht richtig an. Ich war gefangen an einem dunklen Ort. Ein Albtraum jenseits unserer Welt. Der Autorenraum war mein Rückzugsort. Was ich schrieb, beeinflusste das, was draußen war. Ich versuchte, eine Geschichte zu schreiben, um diesem Ort ich zu entkommen. Musste mehr schreiben. Die Geschichte hieß Initiation. In meiner Geschichte habe ich mich selbst projiziert, um nach einem Ausweg zu suchen. Ich habe es viele Male versucht. Erfolglos. Der Ort ließ mich vergessen. Alles, was Dor gesagt hatte, fühlte sich wahr an. War das Teil meines Schreibens oder kam das von irgendwo anders her? Der dunkle Ort, gefangen, schreib um zu entkommen. Teil 1 später. Lies mich. Vorsicht, Scratch, Alice. Und dann haben wir hinten noch ein Radio. Ich musste weiterschreiben. Achso, das sind dieselben Sachen, die wir auch mit Saga haben. Und raus können wir nicht. Wir müssen schreiben. War, dass ich meine Gedanken und Ideen an diesem dunklen Ort manifestieren konnte. Ich nutzte meine Texte, um aus diesem Raum zu entkommen. Wie ein Tiefseetaucher immer tiefer gehen, um einen Ausweg aus diesem Gefängnis zu finden. Dieser Raum war mein Boot, die Texte meine Rettungsleine. Bei der Talkshow würde ich wieder loslegen. Show für euch. Ein echter Leckerbissen für alle Alex Casey-Fans da draußen. Alex Casey höchstpersönlich wird bei uns sein. Aber ja, Sam Lake, liebe Zuschauer, der Mann, der für die Filmreihe dem berühmten Detektiv sein Gesicht geliehen hat. Und wir haben auch Alan Wake hier, den Bestseller-Autor, dessen Bücher den Filmen als Vorlage dienen. Legen wir los! Was, wie Meta wird das denn gerade? Das ist ja der Hammer. Ja, Sam Lake. Der Chef von Remedy. Ist da. Ja, geil. Das ist ja der Hammer. Willkommen zurück zu unserer Show. Also, Alan. Als der Schöpfer dieser Figur, was halten Sie davon? Wie bitte? Oh, die Frage ist vielleicht ein wenig unangenehm, da er direkt neben Ihnen sitzt, aber was halten Sie von ihm in der Rolle des Casey? Haben Sie ihn sich so vorgestellt? Er sieht exakt so aus, wie ich mir Casey immer vorgestellt habe. Es ist unheimlich. Danke. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich bin ein großer Fan Ihrer Bücher. Und
Was ist das Problem, Alan? Denn Sie haben bei mehr als einer Gelegenheit Ihre Vorbehalte gegenüber den Adaptionen geäußert. Das ist es nicht. Sie sind etwas Eigenständiges. Sie haben andere Entscheidungen getroffen. Mir liegen meine Geschichten sehr am Herzen und die Adaption. Ich weiß nicht. Ich denke, es wäre schön gewesen, wenn man mich mehr involviert hätte. Aber in dem Fall hätten Sie das hier nicht gesehen. Wir haben einen Ausschnitt aus dem neuesten Film Murder Case Casey. Sollen wir ihn abspielen oder wollen Sie erst was sagen, Sam? Nein, spielen Sie ihn ab. Diese Stadt war eine Narbe, die nicht verheilen wollte. Der Regen brachte sie zum Eitern. Sie brauchte die Sonne, aber es gab nur Dunkelheit. Ich war müde. Die Schlaflosigkeit umhüllte mich wie eine Plastikfolie. Ich beobachtete die Welt durch ein regennasses Fenster, in dem mein Spiegelbild die Aussicht verklärte. Ich habe versucht, den vermissten Schriftsteller zu finden. Mein einziger Anhaltspunkt für dieses verkommene Mysterium war eine Tischlampe in Form eines Engels. Woo! Einfach super. Murder Case Casey. Gute Arbeit, Sam. Sehr spannend. Und auch sehr meta. Wir freuen uns schon, mehr zu sehen. Moment, stopp! Was war das mit dem Schriftsteller? Und der Lampe? Ich sag ja sehr meta. Aber geil. Richtig geil. Hammer. Also hat Alan Wake dann, also der Alex Casey aus, der Partner von Saga ist. Ist das denn jetzt der Alex Casey oder ist das nicht? Weil es ist, also, das ist schwierig nachzuvollziehen. Also wir sind wieder im Studium auf jeden Fall. Aber da wird bestimmt noch Licht ins Dunkel kommen. Ob Alan Wake das am Ende alles so geschrieben hat, quasi, um halt zu entkommen. Fünf. So, gibt's hier was Neues? Hier gibt's nichts Neues. Fünf, sechs, fünf. Okay, diesmal ist hier nichts auf dem Fernseher. Keine Nachricht. Okay, da kommen wir nicht lang. Dann haben wir ja nur hier die Wahl. Okay, wir sind weiter als eben. Hallo? Oh, da geht's lang. Wer summt denn hier? Hört sich an wie hier der Hausmeister aus Control. Ah, das kann doch nicht sein, oder? Archie? Oh, das ist er. Da bist du ja, Tom. Ja, ich bin da.
Bei so viel Bösem muss es ja auch ein wenig Gutes geben. Das eine existiert nicht ohne das andere. Schön, dich zu sehen. Hey, ich finde den Weg nach draußen nicht. Können Sie mir den Ausgang zeigen? Kannst deinen Arsch drauf verwetten. Natürlich, Tom. Das Werk wird seinen Schöpfer leiten. Ich wollte etwas aus dem Keller für dich holen, aber jetzt kannst du es selbst tun. Viele Köche verderben den Brei. Was soll ich aus dem Keller holen? Und mein Name ist Alan, nicht Tom. Ja, aber ein Mann mit einem Werkzeug zählt für zwei, Tom. Nicht wahr? Und ein Mann mit Werkzeug kann seinen eigenen Ausgang bauen. Es liegt in einem Schuhkarton im Keller, wo du es zurückgelassen hast. Sicher wie in den Taschen des Herrn. Hier ist der Schlüssel. Kennen wir uns? Sind Sie auch am dunklen Ort gefangen? Sie erinnern sich an Ati, den Hausmeister. Man kann sich nicht verlaufen, wenn es einem egal ist, wohin man geht. Also, keine Sorge, Tom. Die Sonne durchdringt auch einen Haufen Zweige. Aber vergiss nicht, das Licht einzuschalten. Es wird nicht lange dauern, wenn du an die Arbeit gehst. Ich versuche, dem dunklen Ort zu entkommen. Irgendwelche Vorschläge? Wer über seine Probleme jammert, wird fest von ihnen umklammert. Ist nicht einfach, rauszukommen. Aber keine Sorge, Tom. Die Heimat ist, wo das Herz ist. Ich denke oft darüber nach, wenn ich den Boden wische und in eine Pfütze starre. Wasser ist das Gedächtnis der Welt. Es findet immer einen Weg. Der Hausmeister war da draußen. Immerhin ein freundliches Gesicht. Aber ich musste darauf bauen, durch den Keller von hier verschwinden zu können. Tut mir leid, Arti, nicht Archie. Arti heißt er. Und Tom ist ja quasi der Alan Wake geschrieben hat. Wieder in Alan Wake 1, der Vorname. Ich weiß seinen Nachnamen gerade nicht mehr. Der uns dann in Form dieses Tiefseetauchers erschienen ist. Du kannst auf die Karte zugreifen, indem du zum Autorenraum zurückkehrst. Ganz schön groß hier. Okay, hier kommen wir jetzt zur Bühne. Haben wir jetzt hier einen Shortcut? Ja, das war die Tür, durch die wir vorher nicht durchgekommen sind. Sehr schön. Also. Wir wollen in den Keller. Abkürzung im Keller. Warte mal. Arti? Ich würde gerne deine Abkürzung nehmen eigentlich. Achso, verschlossene Tür. Aber wo komme ich denn in den Keller sonst? Da, zum Keller. Okay. Hier lang. Ich hätte so gerne eine Taschenlampe.
Eine alte Lampe in einem Schuhkarton. Hatte der Hausmeister sie für mich zurückgelassen? Was soll das denn? Die Lampe schien bedeutend. Ein Werkzeug zum Erhellen der Dunkelheit. Ich spürte eine magnetische Anziehungskraft zwischen der Lampe und dem Licht darüber. Wow! Als das Licht in meine Lampe sprang, veränderte sich der ganze Raum. Wie ein Ort in einem Traum. Und ein Weg öffnete sich. Die Lampe surrte, die Glühbirne glühte. Diesmal behielt sie das Licht. Vielleicht könnte ich das Licht erneut verändern, um einen Ausweg zu erschaffen. Es ist wieder wie vorher. Ja, der ganze Raum verändert sich. Ist ja cool. Ich spürte eine weitere Woge der Lampe. Ich konnte sie erneut benutzen. Das Leuchten meiner Lampe wurde zum Licht im Raum. Das Licht hat etwas Neues aus der Dunkelheit gelöst. Wo sind wir denn hier jetzt? Wir sind jetzt hier. Und hier ist die Wäscherei. Irgendwie nichts gebracht, oder? Für Archie. Ich musste einen anderen Ausgang finden. Ach. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das habe ich mir fast gedacht. Das ist Archies Kellerabkürzung. Dürfen wir noch nicht benutzen. Wir müssen irgendwie durch die Wäscherei. Und dann dadurch. Was verändert das denn hier? Komme ich dann unten jetzt weiter? Wird das neu? Kommen hier nicht zurück, oder? Ach so.
brauche mal mein Licht wieder. Alles andere. Der Schrecken ist kein Hirngespinst. Er labt sich an meinem Verstand, verwandelt alles in eine psychotische Realität. Ich bin gefangen. Ich schreibe, um zu entkommen. Ich habe es schon viele Male versucht, unzählige Geschichten geschrieben. Zu viele, um sie zu zählen. Ich versage immer wieder, aber ich muss es immer wieder versuchen. Ich nutze die Geschichte, um weiter vorzudringen. Jedes Wort ist ein weiterer Schritt in die Dunkelheit. Ich tauche zum Grund, um die Antwort zu finden. Die Karte, den Kompass und den Schlüssel für die Tür zu meiner Freiheit. Aber wie öffnet man eine Tür, die keine ist? Am Grund eines Meeres, das kein Meer ist. In einem See, der kein See ist. Ja, ich würde sagen, Kapitelende und auch Folgenende. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Alan Wake 2. Schaltet dann wieder ein. Mein Name ist Tom und bis dann.